Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Im letzten Part haben wir King Slime getötet und nun befinden wir uns mitten in der Welt. Hi Mumien. Und wollten ein bisschen eine Höhle erforschen. Ja gut, das... Gut, Moment, ich mach's schlauer. Ich habe jetzt keine Lust, diesen ganzen Sand hier abzubauen. Ich buddel mich einfach drunter. Gut, dass jetzt hier diese hässlichen Teile sind. Ist natürlich ein bisschen blöd. Okay, ich habe mir einen sehr, sehr schrottigen Platz ausgesucht. Naja, scheiße, das ist eigentlich ein Giga-Fail, denn ich habe hier auf die Map geschaut. Ich dachte, hier geht's zu einer geilen Höhle. Was kommt? Crap. Und zwar ein sehr großer Crap. Aber hier hat's noch was. Gut, ist nicht so weit weg. Der Part fängt sehr gut an, ne? Gut, dann kann ich auch gleich noch eine Sache loswerden. Und zwar, ich möchte mich natürlich entschuldigen, dass in letzter Zeit so wenig kam. Aber ich hatte relativ viel um die Ohren. Aber jetzt habe ich mal wieder Zeit gefunden und werde jetzt auch mehr aufnehmen. Also eine größere Aufnahmesession machen. Sonst hatte ich immer nur Zeit für ein bis zwei Parts zu nehmen. Und das hat dann halt wieder Wochen gedauert, bis neue Parts kamen. Und ich meine, ich sitze an diesem LP jetzt schon fast ein Jahr. Im Mai hat es angefangen. 2013. Ja, und ich habe in diesem... Leck mich. Na gut, das bringt nichts. Und ich habe in diesem Jahr 35 Parts hochgeladen. Wow. Ist natürlich sehr viel, ne? Haben wir hier wenigstens ein bisschen was. Klingt interessant. Könnte sein, ja. Mal schauen, was es hier so hat. Ich bin natürlich auf der Suche nach den neuen... Naja, hat's nix. Fuck. Nach den neuen, wie nennt man sie, Ressourcen, wie Adamanit, Kobalt, Mythril oder was auch immer wir hier in dieser Welt haben. Gut, da wir hier jetzt nichts gefunden haben, habe ich nur eine andere, eine einzige Möglichkeit. Wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen. Na okay, nein, das leider nicht. Hey, was haben wir hier? Nein, da ist nichts, das weiß ich. Wenn da doch was ist, tötet mich. Aber ich glaub's nicht. Naja, wie ihr seht, habe ich immer noch nicht Flo sein Rentier zurückgegeben. Das werde ich jetzt auch wahrscheinlich behalten bis zum Ende des Let's Plays. Das ist ja ehrlich gesagt ziemlich wow, vorteilhaft. So sind wir wenigstens schneller unterwegs. Und ich meine, ich habe kein Magic Mirror, also muss ich mich dauernd umbringen eigentlich, wenn ich irgendwo anders hin will. Von meinem Haus aus. Und das ist ja auch nicht gerade Sinn der Sache, ne? Aber mir gefällt die Welt hier irgendwie nicht so wirklich. Die ist so... Ich weiß nicht. Die hat wenig Höhleneingänge, sag mal so. Und in die Crimson will ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich gerade keine Lust zu. Deswegen suchen wir uns jetzt wieder diesen schönen Eis-Dungeon, in dem wir schon mal waren. Hi. Gut. Stimmt, ich hab ja wieder Holzmangel. Beziehungsweise Bekleidungsholzmangel. Warum muss ich eigentlich an jedem Scheiß hängen bleiben? So, wo ist die Eisebene? Hier haben wir die Crimson. Hier ist wieder die Crimson. Wo ist da? Oder? Was hier? Ja, definitiv. Gut, solange ich das noch benutzen kann, gehe ich mit dem Rentier. Und jetzt die Augen offen halten. Wieso habe ich eigentlich hier so wenig? Ah, scheiße. Fackeln gesetzt. Wahrscheinlich hatte ich wieder Fackelmangel, wie immer, ne? Das ist auch so eine Sache. Kobalt. Ja, hier geht's los. Haben wir Blutmond. Was bist du? Oh nein. Leck mich! Hey, der stimmt, da war gerade zwei Glibbers in einem, deswegen hat der einen so geglitzert. Ich dachte, es wäre ein Hardcore-Gegner. Hör auf, mich anzuhüpfen. Drecksack. Der kennt sowas wie Rückstoß nicht. So. Mal schauen, was wir in unserer Tat mit Crims. Wie heißen diese Elemente nochmal? Hier haben wir Gold.
Trimanit heißt's, gell? Ja. Was bist du? Boah! Alter, der hat mich gerade umgebracht. Und zwar kolossal. Scheiße, ey. So gut wie tot eigentlich. Kann man nichts machen, ne? Was? Wieso kann dieser Hurenkind? Danke. Fuck, Alter. Ah, nicht Golbat! Okay, aber Golbat ist noch einer der schwachen Gegner. Trotz dessen bin ich im Prinzip so gut wie tot. Denn wenn die ganzen hässlichen Knechte... Was ist das da? Slashblock, aha. Wenn die ganzen Knechte wirklich durch Wände gehen können, dann habe ich eigentlich keine Chance. Das war wohl wirklich ein sehr, sehr großer Fehler, den Hardmode zu aktivieren. Ein sehr großer Fehler. Gut, wenigstens laden sich meine Leben halbwegs okay auf. Solange ich nicht von irgendwelchen Volldeppen überrascht werde. Ich meine, ich war gerade schon kurz vorm Sterben. Ich hatte noch 7 Leben oder so, ne? Ja. Aber wir haben ja auch im letzten Part gesehen, was der Dschungel mit mir anstellt. Mit den Ninja Turtles. Ist auch gerade nicht das Gelbe vom Ei. Da oben ist nix. Oh nein! Hier gibt's auch Ninja Turtles! Was? Achso, weil er sich versteckt hat. Aber es ist ein Flammerang. Sprich, ja genau. Solange ich seine Turtle-Attacke macht, sondern nur... Okay, er ist eigentlich friedlich. Danke. Gut, der hat jetzt irgendwelche Spacks gehabt, der hat mich nicht angegriffen. Worüber ich sehr dankbar bin. Was? Ach, da ist Golbat. Alter. Ja, los. Ich werde wahrscheinlich kein einziges Zeug finden. Nichts. Absolut nichts. Höchstwahrscheinlich. Problem ist, ich brauche es aber, sonst kann ich mir keine bessere Rüstung machen. Ich meine, ich habe schon die beste normale Rüstung im Prinzip. Glaube ich. Ah! Aha. Ah! What the hell? Das war ein Ultrasuizidangriff. Habt ihr gesehen, wie der angesprungen kam und 110 Schaden gemacht hat? Eigentlich knicken. Ja, das trifft. Ja, meine Mini-Shark ist jetzt hier ziemlich aufgeschmissen, sagen wir es mal so. Da oben ist auch noch so ein Knecht. Danke. Die haben wahrscheinlich Aimbot! Was bist du? Komm her. Komm her! Gut. Wenigstens bist du weg. Was lernen wir daraus?
Niemals auf einem Fleck stehen bleiben. Da war was. Golbat. Oh Gott, was sind das da unten? Eiselemente. Ich kenne die ganzen Hardcore-Gegner nicht, aber die haben 200 Leben. Ach, die können Eiszauber wirken. Hey, da ist ein Magier. Oh. Stimmt, an die Skelettgegner erinnere ich mich aber. So, ihr wollt also den totalen Krieg. Sterbt! Okay, die scheinen nicht so allmächtig zu sein. Und nicht was. Das ist bestimmt ein Ninja Turtle. Ja. Ja. So, jetzt wirst du nicht angreifen können. So, jetzt auch mehr Glück als Verstand. Aber ich finde absolut nichts. Ah! Nein, nein, nein! Leck mich. Du machst. Nein, nein! Nicht jetzt! Oh, oh. Ja, der kann da hoch. Ah, 119! Leck mich. Das Gute ist, mein Flamerang kann ihn aufhalten, wenn er angreifen will. Danke. Muss ich nur noch diesen Wikinger da töten? Was ist das? Nein, nicht der Imperator! Der wird mich so umbringen. Aber wenn ich ihn umbringe... Wischer. Wischer hin. Was ist das da eigentlich? Ah, nur eine Qualle. Da war was. Ist auch die Truhe da? Nein, irgendwie nicht, ne? Doch, da unten ist sie. Golbat! Danke. So, der Typ ist gleich tot. Scheiße. Ich weiß, dass da oben Golbat kommt. Ich sehe ihn. Scheiße, das war eine ganz schlechte Idee. Hatten noch 127. Komm, du droppst auch seltene Sachen. Das ist das Gute. Nein, was will der Wurm jetzt? Danke. Da, Frostband hat er getroffen. Frostbrand. Danke, du hässliches Kind. Das war ein Schwert. Und das ist stärker als die Klinge der Nacht. Aber kostet das Mana? Nee. Wow. Gut, dann haben wir jetzt wenigstens schon mal ein... Setz doch da einfach eine Fackel, danke. War jetzt ein Glück nur normaler Piranha. Nein, 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 nein. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich finde denn nichts. Das einzige Positive, was ich jetzt bekommen habe, ist dieses Frost-Item da. Die Waffe. Dass die schon stärker als die Klinge der Nacht ist, ist... Hey, da oben ist was. Ich habe, glaube ich, nur Gold, oder? Ich glaube, ja.
Junge, wenn ich sag dahin, dann dahin, ja? Da oben muss ich hin. Da war ich noch nicht. Ja gut, da kann man auch so hoch. Ah, hier war glaube ich der Überfall des Ninja Turtles. Hier hoch muss ich. Ne? Ja. Genau. Ein Heiltrank. Schee. Ich werde eh gleich wieder überfallen, ich weiß das. Immer noch nichts Wichtiges. Ja, da ist auch nichts. Ist noch irgendwo ein Weg? Nicht wirklich, ne? Nein, gibt's nicht. Wisst ihr was? Leckt mich alle. Ich buddel mich jetzt einfach durch. Irgendwo buddel ich mich jetzt hin. Mal schauen, wo ich rauskomme. Ja, danke, Flo. Und wie immer hat sich mein Buddelsinn in was Positives umgewandelt. Oh ja. Was ist das? Ist wieder die Crimson. Ja, schön, Flo. Machen wir noch, keine Sorge. Ich will erstmal wissen, was das hier ist. Sieht nämlich sehr nett aus. Diamant! Welch wundervoll! Und, oh mein Gott! LED! Hupfer! Wow! Da unten ist wieder irgendein Hard-Mode-Gegner, aber... Ah nein. Das ist einer der hässlichen. Lamen. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, was mir so in die Quere kommt. Das finden wir da oben. Alter, Golbat schafft es ja sogar hierher zu kommen. Das auch gepackt, ne? Da oben ist zwar noch was, aber ich will jetzt erstmal runter. Ja, ja, ist okay. So, als zu dir, mein Freund. Ah, Seeteufel! So. Ja, ist okay jetzt. So, Dulles. Dämliche Spinnennetze. Ich finde halt wirklich absolut nichts, ne? Ich kann machen, was ich will. Was haben wir hier? Ist auch nur LED, aber dafür habe ich mal wieder Rubine gefunden. Ah, ne, das sind Amethysten. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich mal wieder einen Rubinfund gehabt hätte. Ja, Fackeln in einer Eishöhle zu platzieren, ist echt scheiße. Ah ja. Da unten verfolgt mich zwar etwas. Aber das interessiert mich jetzt gerade nicht. Aha. Was haben wir hier? Ah ja. Wieder mal nichts, ne? Warum leuchtet es da hinten so rot? Da ist wieder Kremanit, ne? Dann holen wir es uns halt mal. Haben wir wenigstens etwas in diesem Part gefunden. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich suchen soll. Ich weiß gerade ehrlich nicht, wie ich suchen soll und was vor allem. Vielleicht im Dungeon? Nee. Glaube ich ehrlich gesagt weniger.
auch noch was. Ja, ich habe auch nur Tungsten. Wo kann ich was finden? Hi. Was geht? Du wirst jetzt sterben. Danke. Wenigstens habe ich ein bisschen Geld. Oh ja. Ja gut, aber das meiste von diesen 12 Goldmünzen hat mir diese scheiß Truhe da gegeben. Leute, wo soll ich hin? Was sieht auffällig aus? Ach guck, das wird sogar angezeigt, nett. Ich könnte hier hin. Ah ja, schau noch eine Höhle. Da müsste ich aber wieder in die Crimson. Deal. Was war das? Cyan Husk. Oh, und Ice Battle of History! Golbat! Du bist tot. Danke. Was habe ich da jetzt bekommen? Ich verwende den blau. Ah, cool. Ich weiß, dass ich im Wasser stehe und mal so, ne? Ja. So, wo muss ich denn hin, damit ich rauskomme? Immer nach oben. Deal. Dann war das jetzt mehr oder weniger erfolgreich hier. Halt. Ich bin schon relativ am Anfang wieder, ne? Musste ich hier lang? Jupp. Tantram. Ach stimmt, ich krieg eh keinen Sturzschaden. Oh, bin ich so fett, bin ich nicht! Joe! Okay. Oh. Jetzt Eismann! Gut. Das ist das Letzte, was ich in diesem Part machen. Hallo? Was ist denn hier? Ah, da war ich auch schon. Okay, das Letzte, was ich in diesem... Oh nein. Nicht sterben. Ninja Turtle, du kannst mich jetzt mal. Oh, jetzt... Oh nein, was spielt der jetzt? Wieso spawnen die hier? Danke. Ich mag diese Eiswaffe. Ah, der Morkrimanit. Egal, das lasse ich. Das brauche ich jetzt nicht. Genauso wie das Kupfer hier. Gut. Dann werde ich in diesem Part nur noch hier rausgehen. Und im nächsten Part werden wir uns dann in dieser Crimson-Hülle umschauen. Falls euch der Part gefallen hat, könnt ihr es gerne mit einem Daumen nach oben, einem freundlichen Kommentar, einem Favorisieren des Videos, einem Verbreiten des Videos, einem Abonnieren meines Channels und oder einem Verbreiten meines Channels begutheißen. Mich würde natürlich alles sehr, sehr unterstützen und freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn's heißt Let's Play Terraria und wir hoffentlich mehr Glück haben, irgendwas in dieser Art Sinnvolles für mich zu finden. Gut, gut. Bis dann und fuck. Ich mach ihn noch fertig. Rexwolf. Ciao.